erste Frage, Rückfrage dann gleich nochmal an Jana Faust. Es war ja betont worden, dass man jetzt nicht sagen kann, es wird alles immer schlimmer. Also nicht alle Einstellungen werden immer stärker, immer größer. Ist also dieses Gerede, dass wir einen Rechtsruck in Deutschland haben, falsch? Ja, ich glaube, der ist falsch. Also wir haben keinen Rechtsruck, wenn wir uns Wählereinstellungen angucken. Was wir allerdings beobachten können, ist natürlich, dass der Diskurs innerhalb der Parteien sich verschiebt. Und was tatsächlich passiert ist, also Dinge, die sozusagen plötzlich sagbar sind, das hat sich verschoben. Und das resoniert in gewisser Weise mit rechtspopulistischen, rechtsextremen, rechtsradikalen Einstellungen, die in der Gesellschaft schon immer vorhanden waren. Was wir natürlich durchaus sehen, ist, dass Wähler sozusagen jetzt den Eindruck haben, ja, endlich darf ich es mal wieder sagen, endlich darf ich bestimmte Dinge irgendwie auch vielleicht wieder tun. Das ist ein Problem, aber dass insgesamt die Wählerschaft, also die normalen Menschen, irgendwie rechter geworden sind, nein, das kann man nicht sehen. Vielen Dank. Ich hatte gerade bei der Anmoderation gesagt, die Frage ist jetzt ja eigentlich, welche Strategien gibt es, was kann man eigentlich tun und wer kann was tun? Frage an Henning Flath, den Vertreter der BAGKR. Das ist ja nun eine Initiative aus den Kirchen kommend, die sich dieser Frage stellt, was kann man eigentlich tun? Wie versuchen eigentlich Sie, wie versuchen Kirchen generell gegen diesen Autoritarismus in der Gesellschaft, aber auch in den eigenen Reihen vorzugehen? Wir versuchen zu überzeugen, das ist immer das Zentrale. Also innerhalb der Kirchen ist es so, dass das Thema Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus in den letzten 2, 3, 4 Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Vorher war es so, dass wir gelegentlich an Türen ziemlich kratzen mussten. Jetzt gehen sie vergleichsweise leicht auf. Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Und das ist, dass sehr viele kirchliche Mitarbeitende und Ehrenamtliche aus Gemeinden sich sehr stark engagiert haben in den letzten Jahren in der Unterstützung von Geflüchteten und kirchliche Ressourcen bis zum Anschlag da reingegangen sind. Und es da aber auch einen Backlash gibt. Und der Backlash findet statt im familiären Raum. Und es gibt viele, die schlimm angefeindet werden und fürchterliche Geschichten davon zu erzählen haben. Also Leute, die davon berichten, dass sie aus der Familie dazu aufgefordert werden, ihren Job bei der diakonischen Flüchtlingsunterstützung zu kündigen oder bei der Caritas, weil sie sonst bei der nächsten Weihnachtsfeier nicht mehr dabei sind. Das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann sickerte dieser Eindruck dann auch in Richtung Leitungen von EKD und Landeskirchen und Diakonie-Bundesverband und Caritas-Bundesverband nach oben. Das hat zur Folge gehabt, dass das ziemlich weit oben auf der Tagesordnung steht. Und hier in Berlin ist es so, dass es einen Landesbischof bei der evangelischen Kirche gibt, der nur besonders deutlich sich immer wieder zu dem Thema geäußert hat. Vielen Dank. Wir werden sicherlich gleich nochmal darauf zurückkommen, um alle ins Gespräch erstmal reinzubringen. Eine Frage an Sie, Frau Stange. Ich hatte ja gesagt, Sie haben sich auch mit dieser möglichen Verbindungslinien zwischen religiösen Gruppen und neurechten Gruppen beschäftigt, dazu auch publiziert. Was ist denn Ihre Erkenntnis, wie sehr befördern sehr starke Weltbilder, also zum Beispiel auch religiös geprägte Weltbilder, die Neigung zum autoritären Denken? Naja, ich glaube, das hat Herr Nieder-Rümelin ja auch schon ganz gut gesagt. Also Fundamentalismus ist etwas, das sich auf Dogmen begründet und das steht jetzt einer Demokratie erstmal diametral gegenüber. Die Punkte, wo sich das jetzt hier zeigt, das ist einmal, oder in dieser Diskussion, die es gerade in Deutschland gibt, das ist natürlich einmal in Bezug auf den Islam, auf eine andere Religion, Stichwort auch Privilegiertenrechte, und natürlich in Bezug auf das Familienbild. Und da, um das Beispiel jetzt da mal, warum das ins autoritäre Denken führen kann, Gott hätte Mann und Frau erschaffen, gleich. Und gleich heißt aber, die haben gleichwertig unterschiedliche Aufgaben. Der eine, der Mann arbeitet und ist der Ernährer, und die Frau macht diese häuslichen Geschichten und zieht die Kinder groß. Und wenn das mein Dogma ist, zum Beispiel, dann, und ich finde, dass auch diejenigen sich daran halten sollten, die meinen Glauben nicht teilen, dass dieses Dogma Gesetz werden soll in einem Staat, in dem ich lebe, mit dem Wissen, dass da auch Leute leben, die diesen Glauben gar nicht teilen, dann haben wir dort den Fall, dass meine Regeln, also diese Dogmen, anderen vorgeschrieben werden sollen, und das ist autoritär meiner Meinung nach.
Und auf einer anderen Ebene sieht man das, oder wesentlich krasser, sieht man das natürlich auch in Polen und auch in Ungarn. Da gibt es auch religiöse Verflechtungen, das finde ich aber deutlicher zu sehen, beispielsweise in Polen, was dafür entwickelt, was da für eine christlich-nationale Bewegung ja quasi am Start ist, wo nationalistische Ziele kirchlich, katholisch legitimiert werden. Also da ist es ja noch viel schlimmer oder viel, viel deutlicher, dass es auch in der gesellschaftlichen Breite stattfindet. Würden Sie dann sagen, dass das eigentlich verkehrt ist, was wir auch in Deutschland öfter hören, zum Beispiel von Politikern, die sagen, naja, jetzt müssen irgendwie alle gesellschaftlichen Institutionen aufstehen. Also gerade die Autoritäten, wie zum Beispiel Kirche, müssen sich klar positionieren gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus und so weiter. Das ist eine Forderung, die wir durchaus hören, auch in Reaktion zum Beispiel auf das Bundestagswahlergebnis. Ist das ein falscher Weg dann? Das ist eine total interessante Frage, weil man reflexartig natürlich immer sagen würde, ja, man muss dagegen sagen und so weiter. Ich wohne ja in Sachsen und muss da jetzt eher sagen, ich bin es eigentlich eher, wenn es jetzt eine strategische Frage ist, leid, gegen andere zu reden. Und zwar andere zu kritisieren. Oder auch andere, die nicht meiner Meinung sind, verstehen zu müssen oder deren Ängste in Anführungszeichen ernst nehmen zu müssen und darauf reagieren zu müssen. Ich glaube, dass das niemanden weiterbringt und bis jetzt auch niemanden weitergebracht hat. Ich glaube, und da möchte ich dann auch an Herrn Flath anschließen, ich glaube, dass es wichtig ist, um jetzt mal in so einem heftigeren Jargon vielleicht zu sprechen, die Reihen auch zu schließen. Nämlich, und das heißt auch, Leute, die diskriminiert werden, verfolgt werden, weil sie Flüchtlingsunterstützung leisten, da wirklich auch die Frage zu stellen, bei dieser Weihnachtsfeieraktion, auf welcher Seite stehst du denn? Soll ich nicht mehr kommen, weil ich Flüchtlinge unterstütze? Oder soll der andere nicht mehr kommen, weil das seine Forderung ist? Und die eigene Position zu stärken und auch nach außen zu tragen. Das, was hier heute stattgefunden hat, den Tag über, nicht zu wissen, wofür sie eigentlich stehen. Und ich glaube, ein Problem ist manchmal auch, also vielleicht zu diesen, man sollte das Positive sozusagen hervorheben. Das, finde ich, funktioniert nur so lange, wie man das, was negativ ist oder was schlecht ist, nicht zukittet. Damit, mit so einer positiven Rede. Ich glaube, das war jetzt auch nicht gemeint, aber dieses Pulse of Europe, wo es einen ganz starken, was eine Bewegung ist, die, glaube ich, auch auf sowas reagiert wie Pegida oder so, bei denen ist mir beispielsweise gar nicht klar, welches Europa meint ihr denn? Es gibt über diese Symbolik einen ziemlich starken Bezug auf die Europäische Union und wo man ja findet, auch aus demokratischer Sicht, innerhalb der Europäischen Union gibt es massive Demokratiedefizite, es gibt dort massive Korruptionsprobleme und so weiter. Das kennen die Leute auch alles, die kennen dann hauptsächlich die Gurkenverordnung und so. Aber so ein rein positiver Bezug ist meiner Meinung nach auch schwierig. Ich glaube, man muss wirklich diese Zeit nutzen oder Verteidigungszeit auch nutzen, zu gucken, wofür steht man, was findet man gut und was würde man sagen, was kritisiere ich denn auch? Das wollen wir nämlich auch nicht. Also, und dass man darüber vielleicht auch was abgräbt oder so. Um das da direkt anzuschließen, ja, finde ich richtig, man muss sich auseinandersetzen, eben nicht nur mit AfD, sondern auch mit anderen Bereichen, wo eben auch rassistisches oder so nationales Gedankengut immer mehr Anhänger findet. Ich denke, das ist wichtig. Sie haben eben gesagt, da sind viele Nicht-Journalisten auch in der Presse, die sind einfach nicht richtig vorbereitet, um sich damit auseinanderzusetzen. Und das halte ich, stimme ich zu, halte ich für ein wirklich großes Problem. Und zwar einmal selber Position beziehen, das haben, glaube ich, viele Medienleute verlernt.
Ich bin der Ansicht, man kann neutral berichten über was und trotzdem eine Position haben. Das finde ich ist auch sehr wichtig. Und zum anderen sind Sie auch selber sich nicht im Klaren, welche Strategien von den rechten Gruppen eingesetzt werden. Das sind ja wirklich gewiefte Strategien und man muss die verstehen, um dagegen halten zu können. Was ich stattdessen beobachte, dass zum Beispiel ein typischer Sprachgebrauch oder so gesetzte Phrasen von den Rechten übernommen werden. Zum Beispiel der besorgte Bürger. Das ist sowas, ne? Das sind, man, besorgter Bürger, denkt man, das sind eben so, ja, ne, so Abgehängte, die irgendwie Schwierigkeiten haben, jetzt macht sich Sorgen um ihre Zukunft. So. Ist auch eigentlich irgendwie so ein netter Begriff. Ja? Tatsächlich ist er natürlich von den Rechten, von der Pegida ursprünglich, eingeführt worden, aber letztendlich ist es ein Code, der dafür steht, Leute, die gegen Einwanderung sind. Letztendlich ist es das. Und man muss diesen Code wirklich verstehen und auseinandernehmen und entsprechend darauf reagieren. Das geschieht aber nicht, sondern ich sehe in Talkshows oder in Interviews, dass Rechte gefragt werden, andersrum, dass Leute gefragt werden, solche Suggestivfragen wie: Haben Sie als Frau den Eindruck, jetzt so viele Flüchtlinge hier sind, Ihr Leben ist unsicherer geworden? Das ist eine wirkliche Suggestivfrage und da schwingt ein absolut rassistischer Subtext mit. Ja, also mit dem sind die Vergewaltiger ins Land gekommen. Ich meine, was sagen wir hier? So. Und das halte ich für wirklich problematisch und ich sehe, dass das in den Medien und quer durch alle Medien Konsens ist, so zu fragen. Das heißt, in vieler Hinsicht sind die Fragestellungen der Rechten übernommen worden. Auch die Denkkonzepte damit. Und ich denke, das müssen wir in den Medien, aber auch außerhalb der Medien, das muss einfach mehr hinterfragt, angegangen werden. Vielen Dank. Sie geben schon eine ganze Menge an auch strategischen Hinweisen, was man machen kann. Darüber reden wir ja. Frau Kitschon, nochmal die Frage an Sie. Ihre AG heißt ja sogar Strategien gegen Rechts. Das reizt mich natürlich zur Frage, welche Strategien Sie da beraten oder wo Sie vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht haben, das kann auch funktionieren. Also wir haben diese AG Strategien gegen Rechts, das ist quasi ein Fachausschuss der Berliner SPD, in der irgendwie also Mitglieder, aber auch eben Experten jetzt aus der Berliner Zivilgesellschaft von den entsprechenden Beratungsprojekten mit drin sind. Und wir haben da lange diskutiert, also lange auch bevor die AfD in der, ja, jetzt im Berliner Abgeordnetenhaus war und dazu auch uns Gedanken gemacht und eigentlich ist so die Quintessenz, was wir auch jetzt in der praktischen Politik versuchen umzusetzen, so etwas wie eben, was dann auch zum Humanismus wieder passt, also eine menschenrechtsbasierte Demokratieförderung, also wirklich mit langem Atem als Querschnittsaufgabe, als Daueraufgabe und da sozusagen auf verschiedenen Ebenen anzusetzen, also einmal eben tatsächlich mit Demokratiebildung schon ab der Kita, also Selbsterfahrung, positive Selbstwirksamkeit in den Schulen irgendwie zu gucken, entsprechend ja, da Dinge voranzubringen, das heißt auch jetzt wieder aufzubauen, das probieren wir jetzt aktuell halt auch mit den Haushalten, dass eben politische Bildungsarbeit, auch Landeszentrale für politische Bildung, viele solche Dinge sind lange Zeit viel zu stark auch gekürzt worden, also eben auch die Möglichkeit für Erwachsene, sich zu bilden, unabhängige Informationen zu bekommen, wie kann ich da entsprechend etwas hinbekommen, solche Punkte. Dann gehört irgendwie dazu natürlich auch, also die großen Landesprogramme, es gab ja auch, es gibt immer noch das große Bundesprogramm Demokratie leben, in Berlin haben wir halt seit 15 Jahren auch ein Landesprogramm, was jetzt mittlerweile bei 4 Millionen irgendwie pro Jahr ist, wo eben zum einen eben auch, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, eben zivilgesellschaftliche Strukturen, also lokale Strukturen für Demokratie unterstützt werden. Das ist natürlich in Berlin was ganz anderes als jetzt teilweise in anderen Bundesländern. Da kann man ganz viel machen und eben gucken, dass man die Aktiven da entsprechend unterstützt, Beratung an die Hand gibt. Dann sind es eben in Bereichen, wo es auch schwierig ist zu gucken, dass man eben über die Beratungsgeschichten dann hinbekommt, dass da eben moderierte Dialoge stattfinden, die dann eben genau das verhindern, dass plötzlich sozusagen der Wertekonsens, auf dem diese Diskussion stattfindet, was ja sozusagen Menschenrechte, Demokratie sein muss, dass das plötzlich verrutscht, sondern dass dann entsprechend auch eingefordert wird, damit das dann auch eine vernünftige Diskussion sein kann. Und solche Punkte, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist eben auch, und das muss man jetzt mal gucken, wie man das hinbekommt, das hat ja jetzt irgendwie in der letzten Regierung auf Bundesebene nicht geklappt, weiß man nicht, ob die Neuen das jetzt hinbekommen, tatsächlich sowas auch zu verstetigen, weil das Problem, was ja immer noch ist, ist, dass obwohl sich das verfestigt im Moment mit dem Rechtspopulismus, all diese Dinge immer noch auf Projektbasis stattfinden, sodass die gar nicht langfristig planen können. Also wir wollen das jetzt im kleinen Rahmen in Berlin probieren, dass wir das jetzt in der jetzigen Koalition hinbekommen, dass man tatsächlich wirklich eine Verstetigung hat, was ja dann einfach auch zu einer Qualifizierung auch noch dieser ganzen wichtigen, also sei es jetzt eben mobile Beratung, eben Unterstützung von politischen Gremien, aber eben auch von Akteuren vor Ort, Opferberatung, also all diese Dinge, dass das weiter professionalisiert wird.
Welche Fragen haben Sie, welche Kommentare, welche Ideen, wie Antworten, humanistische Antworten auf die autoritäre Herausforderung sein kann? Wer möchte einsteigen? Bitte schön. Ja. Bitte wieder ins Mikro gehen, sonst hören nicht alle. Danke. Das ist gar nicht so einfach, aber vielen Dank. Ja, ich habe eine Frage an Frau Spange. Sie hatten vor einiger Zeit gesagt, in Dresden sei eine Situation, wo man eine solche Diskussion, wie wir sie hier führen, nicht führen kann. Das ist natürlich ein bedenklicher Befund. Also ich meine, wenn im privatrechtlichen Rahmen eine Diskussion stattfindet und da kommen dann Leute hin, die also sagen, wir mischen das auf, dann frage ich mich, wo bleibt denn da die sächsische Polizei? Vielleicht sind wir dann irgendwann, so da in der Situation, dass die Leute dann hier, wenn sie reinkommen, hier Polizeispalier gehen und vorher durchsucht werden. Aber das wäre mir immer noch lieber, als wenn ich sage, ich verzichte darauf. Denn all die schönen Sachen, die wir hier besprochen haben, also man muss doch sozusagen hier positiv seine eigenen Einstellungen und so weiter propagieren können, auch das funktioniert dann nicht. Jedenfalls nicht im Dialog oder im Monolog mit diesen sogenannten besorgten Bürgern. Und vielleicht noch ein zweiter Gedanke, den ich vielleicht ansprechen möchte. Ich meine, wir sind uns ja hier alle ungeheuer einig. Also bisher habe ich allzu viel Dissens hier nicht bemerkt. Aber wenn gesagt wird, wir haben Artikel 4 Grundgesetz Religionsfreiheit. Okay, ist ja richtig. Ja. Nur Religionen bringen natürlich auch etwas mit. Die bringen bestimmte Einstellungen, die haben bestimmte Einstellungen zur Sexualität. Muss man jetzt nicht alles wiederholen. Hat das Christentum, haben die Muslime, haben auch die Buddhisten, wie man mittlerweile Erfahrung. Ja, da gibt es auch durchaus Dinge, die sind nicht sehr appetitlich. Und insofern werden dort immer, wenn man vom Grundgesetz her argumentiert, immer auch sozusagen andere Werte tangiert, nicht? Wenn ich also Religionsfreiheit gewähre. Und da muss der Staat schon sehr darauf achten, dass das auch in einem ausgewogenen Verhältnis ist. Und insofern denke ich mal, so ganz einfach ist das nicht. Und in dem Zusammenhang, klar, Flüchtlinge, wie heißt es, Refugees welcome, nur diese, wie soll ich sagen, müssen wir aufpassen, dass ich mich jetzt nicht unbeliebt mache, ja. Aber diese großen Gruppen von jungen Männern hier zu integrieren, das ist eine Herausforderung. Das ist ja schon eine Herausforderung in den Ländern dort die eben keine, wie sagt man, Einehen haben, nicht? Gut, ich bin jetzt da, bin da kein Fachmann, aber ich sage, das ist eine Herausforderung und dieses Thema muss diskutiert werden dürfen und da darf ich keine Tabus aufbauen. Und jemand, der das anspricht, darf auch nicht in diese Ecke gestellt werden. Also man ist sehr schnell dabei, dass man da Tabus aufbaut. Das ist gefährlich. Ich kenne das früher so aus linken Kreisen und so, da gab es bestimmte Dinge, die durfte man nicht ansprechen. Das war nicht schicklich. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich habe eigentlich eine Frage an Sie alle. Wenn man an Demokratie als Lebensform denkt, dann ist mir vorhin eingefallen der bedeutende US-amerikanische Philosoph John Dewey. Und der hat mal einen sehr klassischen Satz gesagt: Wenn es Widrigkeiten bei der Demokratie gibt, dann gibt es eigentlich nur einen Weg, mehr Demokratie. Wäre das so etwas wie eine Antwort auf autoritäre Herausforderungen? Vor allem, wenn man daran auch denkt, dass wir hier in einem SPD-nahen Gebäude sind und Willy Brandt schließlich mal in einer Regierungserklärung gesagt hat, wir sind nicht am Ende der Demokratie, sondern wir sind eigentlich noch mitten dabei. Und das ist schon bald 40 Jahre her. Vielen Dank. Möchte noch jemand Drittes, bitte? Ja, im Grunde teilweise ergänzend. Man müsste natürlich, es weist ja natürlich auf Defizite in der Politik hin, man müsste die mehrheitlich gewollte letztendlich Einwanderungsgesellschaft auch ausgestalten. Man müsste auch
einen Schwerpunkt legen. Also in Berlin braucht man 100.000 Wohnungen zum Beispiel und kann nicht einfach das laufen lassen und sich dann schwer wundern, wenn solche Dinge geschehen. Also zum Beispiel, man müsste auch klar benennen, wenn türkische Männer der dritten Generation vermeintlich homosexuelle oder Transgender-Personen anpöbeln oder junge syrische Flüchtlinge, diese Leute jagen und sagen, ich muss dich umbringen und so. Das muss man auch ganz klar benennen, dann kann man auch argumentieren und könnte man auf die Leute Wind aus den Segeln nehmen, indem man sagt, unser Grundgesetz gilt für alle, es gilt auch für Einwanderung und so weiter. Und es gibt in der Ausgestaltung natürlich der Einwanderungsgesellschaft, der sozialen Ausgestaltung offensichtlich Defizite, das hätte die SPD vielleicht auch mehr Stimmen bekommen. Wohnungsbau, wir laufen auf 20% Armutsrenten zu in den nächsten Jahren und so weiter. Man sonnt sich vielleicht zu sehr in seinem politischen Bereich, die Basis müsste unbedingt Diskussion sein und auch die Notwendigkeit der Zwangsdiskussion mit ganz divergierenden Meinungen. Ja. Vielen Dank. Einige konkrete politische Probleme sind aufs Tapet gekommen. Auch eine konkrete Frage an Frau Stange, aber Frau Maschocker, Sie hatten gerade schon so gezuckt, vielleicht beginnen Sie mit dem auch. Ja, zu weit weg, sorry. Ich wollte auf Sie kurz eingehen, und zwar den ersten Punkt, das ist ja auch immer so eine Anklage an die Medien, das sind Tabuthemen. Dass man Dinge doch mal ansprechen solle und müsse. Ich denke, wenn es ein Thema gibt, wo es wirklich überhaupt gar keine Tabus mehr gibt, dann ist es über irgendwelche Probleme bei der Integration zu reden. Weil das ist nun wirklich rauf und runter diskutiert worden und auch mit vielen falschen Zahlen und vielen aufgebauschten Fällen von irgendwelchen Kriminalstatistiken. Das heißt, ein Tabuthema ist es, weiß Gott nicht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es wird sehr, sehr viel darüber geredet und im Prinzip unverhältnismäßig viel. Ich kann nur einfach mal einen Tipp geben, in Bezug auch zum Beispiel, ob jetzt von den Geflüchteten hauptsächlich junge Männer da sind oder so, das ist nicht der Fall. Es gibt eine Website, die heißt Mediendienst Integration, kann ich nur allen Leuten empfehlen. Das sind lauter Zahlen und Fakten rund um Migration und Flucht und Integration. Da kann man wirklich die korrekten Zahlen finden, weil da wird sehr viel Schindluder getrieben mit Zahlen, die einfach nicht stimmen. Und ich denke immer, wenn man sagt, was sollen wir hier mit diesen jungen Männern machen, dann denke ich, ja, das sind Leute, die sind geflohen vor dem IS, die sind geflohen genau vor diesen nicht demokratischen Kräften, weil sie was anderes haben wollen. Warum sollen die nicht eigentlich ideal sein für eine Gesellschaft, die man aufbauen will mit sind jung und arbeitsfähig und interessiert daran, in einer freien Gesellschaft zu leben. Super. Ne? Dann denke ich immer, was haben die Leute, die jungen Männer wollen? Sie Frauen in der Menopause? Ja, ne? Ist mir ein bisschen unklar manchmal der Kritikpunkt daran. Und das ist auch ein bisschen das, und deswegen habe ich dabei Bauchschmerzen, was immer wieder aus der rechten Ecke kommt. Ne? Das sind lauter junge Männer, die sind alle radikal, die werden hier Gewalt reinbringen und so. Und das ist einfach... Tja, das ist Panikmache. Ja, das ist Panikmache. Wir können gerne nochmal, aber jetzt Herr Fleisch. Ja, ich habe da nur wenig hinzuzufügen eigentlich. Also meine Frage ist ganz simpel, bei dem Stichwort Tabu schrecke ich immer auf, ja? Weil man muss einfach nur die Gegenfrage stellen. Gibt es irgendein anderes Thema, also neben diesem vermeintlichen Tabuthema, das noch häufiger in deutschen Fernsehtalkshows diskutiert wurde im letzten Jahr? Frau Stange, Sie sind direkt gefragt worden, Stichwort nochmal Diskussionssituation in Dresden, Dialogmöglichkeiten. Vielleicht mögen Sie da noch drauf eingehen. Ja, also mit unmöglich meine ich nicht, da würde jetzt eine paramilitärische Einheit reinkommen und das Ganze verhindern, das meine ich nicht, sondern ich meine, es ist ein anderer Stand einer Diskussion. Es wären, glaube ich, viel weniger Leute da und es würde sich stark auf dieses, also dort haftet man halt an das, was man kulturelle Identität vorhin genannt hat, in der vorigen, also in dem
in dem ersten Teil dieses Panels, daran wird sich geklammert. Und diese Frage, bin ich ein Demokrat oder nicht, in diesen Umfragen, was auch immer wir uns alle dabei denken, die einen denken blau, die anderen denken lila, und die, also das finde ich sind immer so komische Fragen, die so weit gefasst sind. Es gibt Leute, die wollen einen autoritären Staat und nennen das demokratisch oder finden, das wäre demokratisch. Demokratisch wäre, wenn ihr Wille durchgesetzt wäre, dann wäre es für sie demokratisch. Wenn sich der Wille jemand eines anderen durchsetzt oder verfestigt, dann ist das nicht demokratisch. Also über solche, so ein Spektrum von Demokratieverständnissen reden wir, glaube ich. Und das meine ich mit, das würde dort so nicht stattfinden. Und natürlich sind Leute, und das hatten wir jetzt hier schon ein paar Mal angesprochen, sie auch, sind massiv unter Druck, die in der Flüchtlingsarbeit sind, die sagen, die in Dresden migrantisch aussehen, sind unter Druck, erst recht, wenn sie dort auch Räume besetzen wollen, in Erscheinung treten wollen, kulturelle Räume besetzen, Stichwort, wie groß darf die Moschee eigentlich sein und wie laut darf sie sein, das wird da nochmal, also da gibt es glaube ich nochmal einen qualitativen Unterschied. Und weil, was ich vielleicht, um das abzuschließen, was ich vielleicht auch noch sagen wollte im Anschluss an Sie, was jetzt der Plan ist, die Strategie, und auch bezogen auf zivilgesellschaftliche Initiativen, was man früher Antifa gegen Rechts nannte, auf professionalisierte Art und Weise. Diese Opferberatung und die haben ganz unterschiedliche Namen, die es dort gibt. Herr Flath, Sie haben da auch was mit zu tun. Ich würde ja jetzt mal die These in den Raum stellen wollen, das, was es jetzt seit 10, 20 Jahren gibt, ist einfach krachend gescheitert, meiner Meinung nach. Also es hat die Leute nicht davon abgebracht, rechts zu sein, es hat die Leute nicht davon abgebracht, Nazis zu sein. Also wenn man das evaluieren würde, weiß ich nicht. Man versucht da auch, die Leute dazu zu erzählen, gegen etwas zu reden, wieder gegen rechts zu reden oder bei rechts zu sagen, oh du, also für Codes und so, auch da empfänglich zu sein, das ist eine Rune, das ist ein Hakenkreuz und das ist alles in Bezug auf den Nationalsozialismus. Und was mir jetzt denn da gefehlt hätte und was vielleicht auch an den zweiten Redner auf dieser Seite anschließen würde, dieses, Willy Brandt hätte gesagt, wir sind am Anfang der Demokratie. Wenn die Leute den Eindruck haben, sie nehmen nicht teil oder haben nicht teil, ist es dann nicht wichtig, auch vielleicht auf Parteiebenen oder auf politischer, administrative Ebene nachzudenken, was läuft eigentlich falsch, wenn alle nur denken, wir sind die Elite, wir verkaufen unterschiedliche Sachen, setzen aber eh nur dieselben Programme um, um das jetzt mal ganz platt zusammenzufassen, was hier ja auch kam, ne? Es gibt keinen Unterschied zwischen denen, die ich wähle. Wenn das auch das Problem ist, dann muss ich doch vielleicht auch was an meiner Taktik und Strategie ändern. Wenn die Demokratie nicht attraktiv ist, so wie sie ist, dann liegt es vielleicht auch an der Demokratie und nicht nur darin, dass ich jemanden überzeugen muss davon, dass es doch gut ist, oder? Also haben Sie jetzt vielleicht nicht dazu gesagt, aber das hat mir ein bisschen gefehlt, glaube ich. Muss ich das nochmal klarstellen? Ich hatte jetzt nicht von Anti-Rechts-Programmen gesprochen, sondern davon, dass die Strategie, die wir überlegt haben, ist eine menschenrechtsbasierte Demokratieförderung, also sehr wohl das Pro. So, das beinhaltet natürlich auch eine Abgrenzung gegen Rechtspopulismus, da sind verschiedene Projekte unterwegs, aber das, was ich gesagt habe, zum Beispiel für mehr Demokratie oder eben Demokratiebildung, auch schon in Kita und Schule, derartige Dinge zu machen, hat überhaupt nichts mit klassisch gegen rechts zu tun, sondern hat sehr wohl etwas damit zu tun, Selbstwirksamkeit zu stärken, auch politische Bildungsarbeit wie über die Landeszentrale für politische Bildung und derartige Dinge sind etwas Positives, ist mir persönlich auch sehr wichtig. Also es ist sicherlich so, dass es immer noch auch Leute gibt, die sich teilweise bei Demos und Ähnlichem eher unter diesem Wir sind dagegen vereinigen. Ich denke aber auch, dass es nicht reicht. Ich glaube aber auch, und deswegen habe ich das gesagt mit den zivilgesellschaftlichen Sachen, das sind natürlich auch Leute, die sich für Demokratie engagieren. Und da
ist es eben gut, wenn man sozusagen versucht, denen ihre Arbeit auch zu erleichtern, sei es jetzt organisatorisch, sei es in der Beratung, sei es, wenn wir jetzt Situationen haben, wie jetzt in der Stadt zum Beispiel in Neukölln, wo von demokratisch, zivilgesellschaftlich Engagierten die Autos angezündet werden, die Angst haben, dass man wirklich guckt, was kann man irgendwie machen als Land. Und da sind wir halt sozusagen im Gespräch, dann auch mit den Betroffenen zu gucken, weil an der Stelle ist es ja wirklich so, dass eben von Rechten das demokratische Engagement fast unmöglich gemacht wird. Da werden wir jetzt, habe ich mich jetzt mit für eingesetzt, zum Beispiel gucken, dass wir einen zusätzlichen Fonds schaffen, wo die zumindest auf diesen finanziellen Folgekosten nicht sitzen bleiben. Und das gleichzeitig ist es wichtig, an der Stelle eben auch Polizei und andere zu sensibilisieren, dass die diese Leute einfach auch unterstützen. Insofern, ich glaube schon, dass Demokratie auch etwas ist, was immer von uns allen ausgehen muss, von möglichst vielen, und jeder und jede muss in seinen Möglichkeiten eben auch dazu beitragen, Sachen zurechtzuweisen. Das kann man auch nicht an Politik delegieren. Ich glaube auch, dass man nicht sagen kann, jetzt auf der politischen Ebene, dass das alles schon immer das Gleiche war und nichts gebracht hat, weil wenn man sich jetzt andere Länder anguckt, die durchaus weniger sensibel schon lange an Demokratieprogrammen arbeiten, kann man jetzt nicht wirklich drüber streiten, ob man nicht auch sagen kann, man kann die Frage auch umgekehrt stellen, wo stünden wir, wenn wir das alles nicht machen würden? Und wie sieht es aus in Bundesländern, die zum Beispiel viel später damit angefangen haben? Und wenn ich jetzt zum Beispiel Sachsen vergleiche mit Brandenburg, die schon solche, Brandenburg hat sehr lange da auch schon aktiv Strukturen unterstützt und investiert da, dann ist es eine andere Situation. Also man kann die Frage auch umdrehen, und natürlich müssen diese Programme und werden sie auch regelmäßig evaluiert werden, ob sie Zielgruppen erreichen, weil es macht natürlich auch keinen Sinn, dass sich die Guten dann nur mit den Guten treffen, sondern man muss natürlich gucken, dass man dann auch die Zielgruppen erreicht, dass man Diskussionen führt und dass man da die Leute abholt. Aber das kann man natürlich an verschiedenen Punkten auch tun, sei es im Arbeitsleben, sei es zum Beispiel in Gewerkschaften, sei es über Punkte in Jugendfreizeiteinrichtungen, wo dann eben auch echte Jugendliche sind und wo man Strukturen hat, wo man dann einfach auch in einen Dialog kommen kann. Unabhängig davon ist es natürlich immer eine Frage, wie Politik Partizipation gestaltet. Also da hat sich jetzt ja die aktuelle Koalition in Berlin auch einiges vorgenommen. Und natürlich ist die SPD sowieso gerade in einer riesigen Selbstdiskussion, was kann man wie auch verändern. Wobei das natürlich immer auch daran liegt, sozusagen, wer alles mit dabei ist und wer Politik mitgestaltet. Es ist ja im Moment auch so, dass eben mit gleichzeitig mit dem Erstarken eben auch bei den Parteien viele Leute wieder mehr eintreten und man eben jetzt auch gucken muss, dass man gemeinsam da Wege findet, ja, wie man die Demokratie einfach auch, glaube ich, insgesamt stärker zum Leben bringt und eben auch das sozusagen alle zu ihrer Sache machen. Ich wollte noch mal was zu den Wohnungen sagen. Das ist natürlich so einer der Punkte, es ist eben einfach unheimlich komplex. Wir waren da kann man sicherlich auch sagen, dass jetzt in Berlin die SPD ja, es etwas spät begonnen hat, also fand ich auch so, aber jetzt sagen wir mal die letzten, also als wir das Ressort dann hatten, da haben wir es schon versucht auch voranzutreiben. Es ist natürlich aber einfach auch eine schwierige Frage, auch letztlich eine Frage von Partizipation, weil da sind die, die suchen, da sind die, die in den Wohnungen sitzen, davon hatte ich in meinem Wahlkreis ganz viele und die wollten überhaupt nicht, dass da was gebaut wird. Und es ist dann auch eine unheimlich komplizierte Situation, wie man das hinbekommt, weil einfach natürlich in einem Stadtstaat wie Berlin, das einfach schwierig ist und es findet sich immer jemand, der es genau da wieder nicht haben will. Und da muss man eben auch letztlich so ein, ja, ein Stück weit eben gemeinsam dann hinbekommen, dass das alle dann zusammenrücken müssen, weil es kommen mehr Leute rein. Und da muss man sich dann auch in Diskussionen häufiger anhören, wieso müssen die denn sowieso jetzt alle nach Berlin ziehen? Früher kamen die auch nicht. Und es ist eben alles einfach eine komplexe Geschichte. Dann noch ganz kurz zur Frage mit Transgender und Übergriffen. Also ich denke auch, dass natürlich diese Integrationsprobleme, gerade auch durch die Rechtspopulisten, wirklich massiv überall diskutiert werden. Umgekehrt ist es natürlich aber immer auch richtig zu sagen, dass es natürlich nicht auch ganz pauschal den super guten, netten Flüchtlingen gibt, sondern natürlich sind es auch Menschen und natürlich gibt es da auch Probleme, keine Frage. Und es ist auch so, dass Politik ja durchaus da hinguckt und wir zum Beispiel in Berlin mit diesem Masterplan Integration, den es gab und der jetzt teilweise verstetigt wird, waren auch Projekte dabei, wo man eben geguckt hat, dass man versucht hier eben die Lebensweise, wie funktioniert sozusagen Staat, Gesellschaft hier, wie funktioniert aber eben auch ja, bis hin zur Sexualität, wie wird das alles geregelt, was ist sozusagen, dass da eben auch gearbeitet wird, das erklärt wird, weil das sind natürlich einfach auch teilweise riesige Schritte, die Leute machen und wo man, glaube ich, auch gucken muss, wie man das macht, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es negiert wird. Ne? Jetzt noch dran Herr Flath und Frau Maisocker. Genau, melden Sie sich bitte, dann habe ich zum Überblick, wer noch alles rein möchte, Herr Flath. Okay, nochmal zu dem Stichwort die Wirksamkeit der Programme und Demokratie geben und so. Da bin ich natürlich, das muss vorweg gesagt haben, befangen, weil ich werde finanziert über Demokratie leben, zu einem beträchtlichen Teil. Also Befangenheit offengelegt, danach kann man jetzt tatsächlich weiterreden. Ich glaube,
dass man sich ein paar Sachen einfach angucken muss. Also Sie haben gerade gesagt, wir müssen uns die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn es die Programme gar nicht gegeben hätte. Also ich könnte da ziemlich klar sagen, was dann los wäre. Wir hätten eine wesentlich stärkere Neonazi-Szene und wir hätten außerdem noch eine deutlich stärkere rechtspopulistische Szene. Ich glaube, dass die Programme sehr wohl ein paar Sachen tatsächlich bewirkt haben. Brandenburg haben Sie genannt. Das ist auch immer das Erste, was ich sagen würde. Also Brandenburg ist wirklich sozusagen die Musterregion, was Neonazi-Bekämpfung angeht. Ich kann mich noch ganz, ganz lebhaft daran erinnern, wie das war Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre an brandenburgischen Bahnhöfen. Ich war da nämlich ständig unterwegs, weil ich Land auf, Land ab in Kleinstädten Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer zu dem Thema gemacht habe. Ich weiß noch, wie das war, was für eine Neonazi-Schlägerbande immer in Oranienburg zum Beispiel am Bahnhof gestanden hat. Ja? Jeder, der nach Sachsenhausen in die Gedenkstätte wollte, musste in dieser Schlägerbande vorbei. Die standen da jeden Nachmittag. Das war eine Zumutung und es war irgendwie nicht so begreifbar, warum die nicht irgendwann mal einen Platzverweis bekommen haben, der dann auch entsprechend polizeilich durchgesetzt worden wäre. Passierte nicht. Und das war an vielen Bushaltestellen und Bahnhöfen in Brandenburg so. Das ist heute nicht mehr so. Also der Unterschied ist markant. Man sieht immer noch Nazischläger, auch sagen wir mal in Cottbus am Hauptbahnhof oder so. Aber es sind wahnsinnig viel weniger, als es vor 15 Jahren waren. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich wirklich einen Hingucker fand, war die Feindanalyse des Wahlergebnisses jetzt bei den Bundestagswahlen für die Erstwählerinnen und Erstwähler. Da sieht nämlich die AfD gar nicht gut aus. Und das ist genau die Klientel, das Klientel, was über die Programme tatsächlich über die Schulen auch am ehesten erreichbar war. Dritter Punkt, ich glaube, dass wir einfach auch ein bisschen bescheiden sein müssen an der Stelle. So wie ich das sehe, hat die AfD ihr Potenzial nicht annähernd ausgeschöpft. Ja? Also Sie haben eben Menschen beschrieben, die AfD aus Notwehr oder sowas gewählt haben. Also vor meinem geistigen Auge gibt es vor allem auch ganz viele Leute, die AfD-Thesen substanziell zustimmen, aber dann doch von Herrn Höcke und Herrn Gauland oder den Eskapaden von Herrn Pretzell eher pikiert angewidert weggucken wollen und soweit dann sich dann doch nicht überwinden können. Ja? Aber die im Kern diese ganzen Sachen eigentlich richtig finden, nur es ist ihnen irgendwie zu schmuddelig und zu pfui und i. So. Aber dafür gibt es ja eine Reihe Leute bei den bürgerlichen Parteien, die genau das auch bedienen. Ja. Ja? Und ich denke, das ist was, wo ich denke, wirklich auch daran gearbeitet werden muss, eben, was ich eingangs auch gesagt habe, sich nicht nur an dem rechten Rand abarbeiten, sondern gucken, wo sind diese ganzen Denkweisen eigentlich auch in der bürgerlichen Mitte inzwischen angekommen und richtig fest. Ja? Und ich glaube, das ist auch sehr stark vernachlässigt worden. Ich meine, bekannte Politiker, ich nehme mal Seehofer, seit Jahren in der Regierung, 2011 zum Beispiel auf dem politischen Aschermittwoch, sagte er unter anderem den Satz, also hier wird es nicht mehr Einwanderung geben, dafür kämpfe ich bis zur letzten Patrone. Und dann denke ich, was will der Mann mir sagen? Ja? Und das sind aber so Sätze, die gehen irgendwie so unbemerkt, unkommentiert vorbei. Und eigentlich ist das ein Skandal, was hier ein Politiker aus der bürgerlichen Mitte sagt. Und diese Art von Sätzen, diese Art von Ansagen, diese Art von Denkweisen gibt es eben in den großen bürgerlichen Parteien, sogar bis hin zur Linken, wenn ich manchmal da Argumente anhöre. Und da denke ich, dass es einen bestimmten Rassismus oder Islamophobie gibt. Da ist Konsens quer durch die Parteien. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen, denn das ist ein Kapital, aus dem die Rechte, die Rechtsextremen schöpfen. Weil sie fühlen sich bestätigt von dem, was in der Mitte, was sie in der Mitte immer wieder hören. Das kommt heutzutage nicht mehr platt daher. Also niemand sagt mehr irgendwie, die Neger sind primitiv. So, das sagt keiner mehr. Natürlich nicht. Aber man sagt, Muslime haben eine archaische Kultur und die ist inkompatibel mit unserer. Ja? Also das ist halt irgendwie netter verpackt, aber im Prinzip meint es genau dasselbe. Und darüber muss geredet werden. Es wird dieses Wir und Die konstruiert. Wer ist damit gemeint? Welche negativen Eigenschaften werden auf die projiziert, die wir natürlich nicht haben? Ne? Und dann sind dann wiederum 20% der Bevölkerung, die dann auf einmal zu den Die gehören, über die jetzt augenblicklich kaum jemand redet. Das ist nicht nur ein Problem, von dem die Flüchtlinge stehen, die ja tatsächlich neu hier sind, die ja tatsächlich Ausländer und eingewandert sind, aber wir haben auch viele schwarze Deutsche, wir haben
Deutsche verschiedener ethnischer Hintergründe, verschiedenster Religionen und so weiter, die sich auch eine ganz andere Art von besorgter Bürgergabe sind. Ich bin auch eine besorgte Bürgerin. Ich sorge mich, wenn meine Töchter irgendwo aufs Land fahren, in eine Gegend, wo ich weiß, dass viele Nazis unterwegs sind. Ich sorge mich. Ja? Und da sind Sorgen, die aber irgendwie nicht zu den Sorgen gehören, über die man ernst nehmen muss, denke ich. Ne? Und da, das ist eine Diskussion, die wir brauchen. Vielen Dank auch, dass Sie mit diesem Hinweis auf diese Konstruktion von wir und die auch nochmal das Argument von dem schwierigen Kollektivismus von Julian Niederrubelin hier nochmal aufgenommen haben. Sie sind als nächstes dran. Wer möchte noch einsteigen? Langsam gehen wir in die Schlussrunde. Sie dann. Die AfD, glaube ich, hat bei dem Thema Sicherheit ziemlich viel gepunktet. Das sagt man so jedenfalls. Und da scheint was dran zu sein. Interessant ist, dass das Thema Sicherheit jetzt bei Ihnen überhaupt, der Begriff ist nämlich mal gefallen. Also ist das jetzt wirklich ein Thema oder ist es nur von AfD-Seite ein konstruiertes Angstthema? Also innere Sicherheit und äußere Sicherheit. Also dazu würde ich gerne was hören von Ihnen. Vielen Dank, dann sind Sie noch dran. Als erstes hätte ich den riesigen Wunsch an alle, die sich auch nur irgendwie im Entferntesten angesprochen fühlen, vor allen Dingen von den hauptamtlichen Philosophen und Politikern, tun Sie sich doch mal bitte zusammen und versuchen Sie in dem Sinne, wie es Professor Nida Rümelin mal angedeutet hat, mal ein Konzept aufzuschreiben einer humanistischen Leitkultur, europäisch, global am besten. Ich glaube, da wäre, selbst wenn es nur ein Entwurf ist für die politische Diskussion, eine wunderbare Basis gegeben. Eine andere Sache ist, ich stehe auch auf dem Boden des Grundgesetzes und finde auch die Religionsfreiheit prinzipiell in Ordnung. Jedoch darf man auch nicht die Augen vor Problemen verschließen. Ich glaube, ein, zwei Jahre her, da gab es hier mal eine schöne Diskussion mit dem Islamprofessor Muhannad Khurshide. Und ich habe mir hinterher mal einen Wikipedia-Artikel über ihn angeschaut. Und da wurden ein paar wesentliche Fakten aus seiner Dissertation aufgeführt. Und er hat da eben unter anderem aufgeführt, es war zwar in Österreich, aber ich glaube, das ist nicht allzu weit weg von den deutschen Verhältnissen, dass da die muslimischen Geistlichen, die dort befragt wurden, zu einem ziemlich erklecklichen Ausmaß solche Einstellungen hatten, im Zweifelsfall zählen muslimische Festlegungen für sie persönlich wesentlich stärker als die jeweiligen staatlichen Gesetze und die Verfassung. Und ich glaube, spätestens in dem Moment gibt es erheblichen Diskussionsbedarf. Zumal das ja Einstellungen sind, wenn das Geistliche sind, die sind die Multiplikatoren, die das dann in ihre Gemeinden tragen. Ne? Vielen Dank. Ich sehe jetzt im Moment doch eine letzte Frage gerne und dann gehen wir in die finale Antwortrunde. Ja, hallo, schönen guten Tag. Also ich würde im Grunde ein Stück weit in dieselbe Kerbe schlagen, nur ich müsste jetzt nicht festmachen irgendwie an der Religion oder ganz, ich will hier eben auch keine Diskussion um Migrantenkriminalität oder sowas aufzwingen oder sowas. Nur ich muss feststellen, dass ich das, ich kenne das gerade auch aus der eigenen Erfahrung aus Migranten-Milieus, ja, also dass man dort eben, in dem ich einfach aufgewachsen bin, dass man dort in weiten Teilen, ich sage mal, so eine Art Subkultur von Menschen vorfindet, die sich der westlichen Mehrheitsgesellschaft eindeutig feindlich gegenüber sind. Ja, also dass man dort, das kenne ich aus den Unterschichtsmilieus, wenn man so möchte, und ich verstehe, dass da, also ich verstehe, dass man das mit Sicherheit nicht für die größten Teile von Migrantenmilieus so darstellen kann, aber dort gibt es ein Problem. Und ich habe mir mal vorgestellt,
vorgestellt, dass ich es nachvollziehen kann, wenn die Deutschen ein bisschen sauer auf uns sind, weil wir ja gerne auch dazu hinneigen, ich kenne das halt auch aus der Jugend, dass wir zum Beispiel in Schulen oder auf der Straße bevorzugt zum Beispiel mit deutschen Kids aneinander geraten, die wir dann, sagt heute so schön, abziehen oder verprügeln oder solche Geschichten. Und es ist halt ein Problem. Ja, es ist halt ein Problem. Das ist ja jetzt nicht so, als ob das irgendwelche einfach nur Ängste und Sorgen sind oder sowas, sondern man sieht das auch sehr konkret daran, dass zum Beispiel die Deutschen, die Bildungsbürgermilieus, die furchtbar offenen und toleranten in Friedrichshain-Kreuzberg, ihre eigenen Kinder schon nicht an Schulen mit so einem Migrantenalter schicken möchte und sowas. Und das liegt genau an diesen Milieus, von denen ich so spreche. Und mit denen müssen sie irgendwas anfangen, unabhängig davon, ob man jetzt, ich sag mal, offene Gesellschaft sein will oder sonst. Ich würde das alles nicht einfach so abwerten als Panikmache, also wie das vorhin verkauft wird. Das ist die größten Probleme. Ganz kurz noch dazu, bitte ans Mikro dann. Eine Sache zu dieser Kriminalität. Also ist es nicht zutreffend, dass Leute mit Migrationshintergrund krimineller sind als Deutsche? Kriminalistik war zufällig meine Wahlfachgruppe. Es gibt natürlich Kriminalisierungsfaktoren, denen Menschen mit Migrationshintergrund häufiger ausgesetzt sind. Zum Beispiel, wenn sie in diesen Ghettos aufwachsen. Ich kenne aber auch ausreichend deutsche Ghettos, wo die Kinder genauso wenig Chancen haben und die übrigens genauso wenig Menschen leiden können, die irgendwie anders sind als sie selbst, egal in welcher Richtung. Und es ist eine gewisse Panikmache, wenn man es rein auf ausländische Jugendliche bezieht. Es gibt ein Problem mit Jugendkriminalität, der Staat muss auch da Strategien finden. Es gab ja dieses Buch Das Ende der Geduld über ein Projekt, ich glaube Berlin-Neukölln, wo man das auch erkannt hat und versucht hat, diese Strukturen aufzubrechen. Jugendamt, Staatsanwaltschaft und Gerichte haben miteinander gearbeitet. Und egal, wer in Deutschland straffällig wird, muss bestraft werden, unabhängig von der Herkunft. Und man darf dieses Thema ansprechen, aber nicht nur eine Seite kriminalisieren. Vielen Dank, da geht es schon mit der Antwortrunde los. Jeder darf nochmal, Frau Kitschun muss aber als erstes weg, deswegen darf sie anfangen. Dankeschön. Also Thema Sicherheit, irgendwie, also ich glaube, es sind jetzt einfach ganz viele Politikbereiche hier nicht befallen, insofern war das jetzt kein bewusstes Ausblenden des Themas Sicherheit, was bestimmt auch durchaus eine Relevanz hat, wie sich jetzt ja auch an den Diskussionsbeiträgen gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob man es jetzt tatsächlich nochmal hier komplett, also ich würde es jetzt so sehen, wie im letzten Beitrag, dass man natürlich dann gucken muss, unabhängig von Herkunft, wie man damit entsprechend umgeht. Und sicherlich ist es auch so, ich meine jetzt SPD zumindest in Berlin hat Thema Sicherheit im Wahlkampf hier auch thematisiert, also weil wir ja einfach auch den Innensenator stellen, Videoüberwachung waren verschiedene Sachen waren irgendwie Thema. Andere Themen kommen jetzt gerade hoch und ich glaube, es ist sicherlich auch ein Bereich, mit dem man sich nochmal anders beschäftigen muss. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, ich glaube nicht, dass man jetzt einfach Themen übernehmen muss, weil die AfD sie setzt. Man muss aber andererseits, glaube ich, dann eben rational trotzdem nochmal gucken, gibt es irgendwo etwas, wo man tatsächlich trotzdem also sich mit beschäftigen muss. Und angesichts von Terror und anderem ist natürlich das Thema Sicherheit auch ein Thema, das sozialdemokratisch ist, weil Sicherheit ja immer auch etwas damit zu tun hat, ob man sich das leisten kann oder ob man eben tatsächlich die öffentliche Sicherheit funktionieren muss. Und da gibt es auch aus Berlin natürlich jetzt Beginn von U-Bahn und allem, jetzt mal ganz unabhängig davon, wer das ist, Rückmeldung, dass die Leute sich teilweise unsicher fühlen. Und insofern beschäftigt es auch die Berliner SPD und wird es jetzt zum Beispiel auf dem nächsten Landesparteitag auch tun. Aber ich glaube, man muss es unaufgeregt machen und darf jetzt nicht hinterherrennen oder über jedes Stöpfchen springen. Aber eben auch nicht sagen, okay, das haben die jetzt benannt, deswegen kann ich das Thema nicht mehr bearbeiten. Man müsste an der Stelle eben einfach Maß halten. Und ansonsten finde ich, wenn man jetzt sagt, es gibt abgehängte Milieus, klar, die gibt es, aber die gibt es natürlich auch überall. Und dann ist sozusagen der Punkt eben nochmal bei diesem Programm oder eben auch, wenn man jetzt entsprechend die Lehrpläne für die Schulen ändert, tatsächlich Demokratieförderung in Schulen, in Kitas zu gucken, dass man die Kinder da hinkriegt. Da kriegt man in Berlin mittlerweile auch in die Kitas schon fast alle Kinder hin und kann dann gucken, dass man ihnen dort auch andere Werte vermittelt. Und da kann man eben gucken, dass man demokratische Werte vermittelt, selbst ganz kleine können schon Sachen mitgestalten und nehmen dann eben etwas anderes wahr und haben dann auch die Chance, sich für diese Gesellschaft zu entscheiden und in diese Demokratie einzubringen. Insofern denke ich, ist das auch da der Schlüssel, ein Schlüssel. Wir verabschieden an dieser Stelle Frau Dr. Kitschun nochmal ganz herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Sie haben einen dringenden Anschlusstermin, von daher einen schönen Abend noch. Danke. Ihre Erlaubnis überziehe ich jetzt doch ein wenig. Alle wollten nochmal was sagen. Frau Faus hat lange geschwiegen, deswegen darf sie jetzt anfangen. Ich würde gerne was zum Thema Sicherheit sagen, weil wir natürlich permanent irgendwie mit Menschen sprechen, was ist denn das wichtigste Thema für euch und so weiter. Und natürlich spielt das Thema Sicherheit eine Rolle für die Menschen.
Was man aber gerade beim Thema Sicherheit sieht, ist, dass es zum einen ein recht inflationäres Thema ist. Jetzt am Beispiel Berlin kann man das ganz gut sehen. Also nachdem der Anschlag irgendwie am Breitscheidplatz war, ist das Thema Sicherheit nach oben geschnellt. Es hielt sich 4 Wochen und dann rutscht es sozusagen wieder auf ein Normalniveau runter. Das kann man bei dem Thema eigentlich bei allen Umfragen immer sehen. Das Thema Sicherheit ist ein recht komplexes Thema. Wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass es nach dem TV-Duell nach oben gegangen ist. Also das ist ein Thema, was sehr stark sozusagen auch von Akteuren auf die Agenda gepusht wird und dann im Bewusstsein da ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Wir haben genauer reingeguckt, was ist es denn eigentlich? Auf der einen Seite, das Thema Terror spielt eine untergeordnete Rolle, das muss man ganz klar sagen. Die Menschen wissen, dass es in der Welt heute irgendwie unsicher ist und dass ein Terroranschlag nicht irgendwie verhindert werden kann. Viele haben sich damit allerdings auch in gewisser Weise abgefunden. Das ist nicht das Thema Sicherheit, wovon die Menschen sprechen. Die Menschen sprechen eher beim Thema Sicherheit davon, dass sie nicht in der Straße sozusagen Polizisten finden, dem sie irgendwie sagen können, meine Handtasche wurde gestohlen oder ich wurde belästigt oder ich wurde beleidigt oder ich wurde was weiß ich was. Also es geht eher darum, sozusagen den Polizisten auf der Straße wieder einzuführen. Und auch beim Thema Sicherheit spielt eine Rolle, dass es einen essentiellen Teil der Menschen gibt, die eben keine vollgepanzerten Polizisten wollen, die sich gegen Gesichtserkennung aussprechen und so weiter. Also wenn das Thema Sicherheit sozusagen immer so auf der Agenda ist, muss man da sehr genau hingucken, was damit eigentlich gemeint ist und das auseinandernehmen. Und das kommt leider im öffentlichen Diskurs, glaube ich, zu kurz. Ich wollte zu den Beiträgen jetzt hier nochmal was sagen. Also ich glaube, einen antiwestlichen Modernismus gibt es unter Migranten und der ist zum Teil vielleicht auch verstärkt oder nicht verstärkt. Das mag sein. Das ist vielleicht auch was, was Ihr Vorredner angesprochen hat. Ich würde mir wünschen, dass man, also wenn antiwestlicher, wenn man so einen Antimodernismus dann noch ins Fundamentalistische denken kann, was ja geht im Bereich Religion, dann ich würde mir wünschen, dass man da genauso sensibel ist dann bei Christen wie auch bei Muslimen. Also zu einem Beispiel, Steffen Flath, das ist ein CDU-Politiker aus Sachsen, der war Fraktionschef der sächsischen CDU im Landtag, ist jetzt Vorsitzender des MDR-Rundfunkrats. Und der hat mir mal in einem Interview gesagt, wer sich nicht an die 10 Gebote hält, ist kein anständiger Demokrat. Das hat mich dann sehr überrascht, was dann wiederum die Definition von anständigen Demokraten sein soll. Und da wird dann aber weniger aufgehorcht. Und ich glaube, das ist derselbe Mechanismus, wie wir sagen, oh, wenn Frau Petri sagt irgendwas mit Schießen an den Grenzen, dann schaffen wir es noch, das wahrzunehmen und da auch ausreichend empört zu reagieren. Wenn Herr Seehofer das sagt, geht es schon wieder unter. Also man hat eine bestimmte Erwartungshaltung und eine bestimmte Skandalisierungsbereitschaft, wenn es, also nicht nur die Medien, sondern auch die Konsumenten, sonst würde es ja nicht so gut funktionieren, wenn es um bestimmte Leute aus bestimmten Milieus, Gruppierungen oder Parteien geht. Und ich glaube, das ist dann so ein Problem und vielleicht kann man da dann tatsächlich sachlicher auch diskutieren und prüfen, wenn man tatsächlich auf die Inhalte schaut und nicht nur bei islamischen Gelehrten und bei Migrantenkids, sondern bei eigentlich allen am besten, oder? Ja, ich würde gerne nochmal das mit der Sicherheit aufgreifen. Für mich leuchtet es einfach überhaupt nicht ein, warum Sicherheit ausgerechnet ein AfD-Thema so definiert sein soll. Sicherheit ist die Voraussetzung für ziviles Diskutieren. Die Alternative ist Recht des Stärkeren. Wenn man gerade, wenn man im Interesse von Schwachen agieren möchte oder vermeintlich Schwachen oder Schwachgemachten, von Leuten mit einer dunkleren Hautfarbe oder wem auch immer, wenn man Gangs zurückdrängen will, dann geht all das nicht ohne Polizei. Das ist nicht nur mit Reden zu machen. Das ist einfach sie hat das eben sehr schön gesagt, ein sozialdemokratisches Thema, dass es auch eine Frage von Geld ist, wer sich einen Bodyguard leisten kann und wer nicht. Also von daher, finde ich, sollten wir seriös, sachlich
unaufgeregt, ohne Stupser von der AfD und ohne ständig auf die AfD dabei zu starren, wie das Kaninchen auf die Schlange, da rangehen. Und natürlich ist es so, dass es da hier und da in Berlin insbesondere Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ich habe da, möglicherweise ist das auch so. Den habe ich jetzt nicht zuerst im Blick gehabt dabei. Ja, Polizei ist ja auch Ländersache. Also ich bin zumindest an der Stelle erstmal froh, dass das häufiger jetzt zu hören ist, Polizei wieder ein bisschen aufzustocken personell. Und das interessanterweise auch aus den Gründen raus. Als letzten Punkt würde ich sagen, was ich mir vor allem wünsche für die Zukunft, ist den Versuch, ein bisschen die Polarisierung aus der Gesellschaft wieder rauszubekommen. Und der Weg dahin führt meines Erachtens auch über den Versuch, einfach ein bisschen auch auf sich selber zu gucken und die unnötigen Aggressionen und Polemiken ein bisschen runterzudimmen. Also wir können nicht direkt beeinflussen, was die AfD tut. Ja, oder was Herr Gauland alles so sagt. Aber wir können selber in unseren Kreisen ein bisschen darauf achten, vielleicht das Wort Pack oder so oder Fresse halt ein bisschen seltener zu sagen. Ja, ich habe nochmal nachgedacht über die Fragen, die jetzt kamen, auch ganz unterschiedliche Fragen, aber da waren doch einige dabei, immer. Die so lauteten, Vielfalt ist ja schön, aber wir müssen, was ist mit der Sicherheit, was ist mit den migrantischen Banden, ist ja so. Ja, und das, dann denke ich, ich finde es sehr schade, dass das Vielfalt in dem Augenblick sofort relativiert wird. Ja? So als ob es dadurch negativ wird oder schlecht wird, wo es hier oder dort Probleme gibt. Und die Probleme sind selbstverständlich dann immer die Schuld von den Minderheiten. Das ist ja dann auch so. Irgendwie beschwingt er ja auch mit. Und das finde ich auch, ist eine Frage, die man sich stellen könnte. Nur mal das, auch nochmal, wie jetzt alle haben auf das Thema Sicherheit mal angesprochen, wenn ich an das Thema Sicherheit denke, das wird eigentlich immer so diskutiert, als ob die bürgerliche Mitte muss eben Angst haben, um ihr Eigentum, was sich Einbrüche steigen oder so. Wenn ich an Sicherheit denke, dann denke ich an die Straße, in der sich jemand Transgender oder ein schwules Pärchen Hand in Hand oder eine Frau mit Kopftuch möglicherweise eben nicht mehr sicher ist. Ja, ist die physischen Attacken von einem rechten Rand haben massiv zugenommen. Von 2015 bis 2016 haben sie massiv zugenommen. Die neuen Zahlen für 2017 sind noch nicht da. Und das ist alles vor irgendeiner Flüchtlingssituation. Also es hatte überhaupt gar nichts damit zu tun, sondern die Rechten gab es schon vorher, die Angriffe gab es schon vorher. Und ich denke, wenn wir von Sicherheit reden, dann wünsche ich mir, dass Sicherheit für alle Bürger in diesem Land gilt. Ja. Ich sehe aber, dass dieser Aspekt immer wieder ausgeblendet wird in der Diskussion darüber. Und das wiederum macht mich noch mehr zu einer besorgten Bürgerin auf einer ganz anderen Ebene. Aber vielleicht gebe ich das Mikrofon weiter. Da war nämlich noch die Frage zu einem alternativen Leitbild. In der Tat, das wurde vor einiger Zeit vorgestellt und hier sitzt der Mann, der das organisiert hat. Vielen Dank, den Ball nehme ich natürlich gerne auf. Das wollte ich gerne noch sagen, Ihre Idee. Also wir können nicht mit Philosophen, glaube ich, aufwarten in unserer Gruppe, die wir als Autoren hatten, aber wir haben als Fried-Ebert-Stiftung mal uns diese Gedanken in die Frage gestellt, wie kann denn eben ein positiver Gegenentwurf aussehen, ein positives Leitbild für die Einwanderungsgesellschaft, für ein gelingendes Miteinander in Vielfalt. Das haben wir eben vor gut einem Jahr erarbeiten lassen von einer Kommission, zu der auch Frau Mai-Zocker gehörte und viele andere auch, Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und so weiter. Das Leitbild für die Einwanderungsgesellschaft, das gibt es als Konzept, das liegt, glaube ich, auch vorne in unserem Publikationsständer aus. Wenn es da nicht mehr liegt, dann schicke ich es Ihnen gerne zu. Aber es ist, glaube ich, mal so ganz, ist eben so ein Versuch gewesen, den wir unternommen haben, das umzusetzen, was wir auch eingangs diskutiert haben. Es reicht vielleicht nicht, wenn wir immer gegen etwas sind, sondern wir müssen auch für etwas sein. Das war so unser Leitgedanke bei diesem Projekt.
Ich stelle fest, wir sind am Ende der heutigen Veranstaltung angekommen. Tabuthemen habe ich keine entdeckt. Wir konnten alle Fragen, die im Publikum waren, ansprechen und auch ausdiskutieren. Dafür ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren, für die Fragen und Anregungen und Ihnen für die Impulse, für die fürs Diskutieren, für das Beantworten der Frage. Das war die Quadratur des Kreises, Demokratie als Lebensform, humanistische Antworten auf die autoritäre Herausforderung. Ein sehr großer Titel, den wir uns bewusst vorgenommen haben als Humanistische Akademie und Friedrich-Ebert-Stiftung, den auch von zwei Seiten beleuchten wollten, einmal auf einer philosophischen, geistig-gedanklichen Ebene, auf der anderen Seite mit einem Blick in die gesellschaftliche Realität und die Frage, welche Strategien gibt es denn etwa in der Zivilgesellschaft, in der Kirche, in den Medien, in der Politik und so weiter. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Wer noch nicht in den Freitagabend entstehen möchte, kann gerne noch draußen bleiben, ein bisschen essen und trinken, im kleinen Kreis weiter diskutieren. Den offiziellen Teil schließen wir hier. Ganz herzlichen Dank nochmal an die Humanistische Akademie für die gute Kooperation. Danke an allen Beteiligten und allseits einen schönen Abend.